Ladies and gentlemen, I have the pleasure to welcome you to this lecture about Setzeli. The lecture will be in German because my English is not so good, but if there will be a measurable interest, it has a great number of click-ons, then I will produce also an English version. So when the lecture will be on Setzeli, what has it to do with Gödel? Well, I am a completely unknown guy in the community of mathematical logic, and the only thing the community knows from me is that I am the founder of the KGS, the International Kurt Gödel Society, and I am producer of a film about Kurt Gödel, together with Peter Weibel, of course, and author of the book Gödel, A Life of Logic, together with John Casty, and for other books on German, on Gödel. Let me show it to you. This is the only English book, Gödel, A Life of Logic. I put it here. Set. You can also look it on a little bit longer. And then I show you the German books. It is mainly the scientific books, Kurt Gödel, Wahrheit und Beweisbarkeit, Volume 1. And Volume 2. But beside of these two books, which are very expensive, I confess, so you better order it in the library and consult it there if you need it. I left it here. Beside of these books, there is Kurt Gödel und die mathematische Logik with the shooting script of the film in German, English, Spanish and French. And you can, it's also Europolis number 5, and all Europolis books you can visit in Google Book Search. Then I want also give you a hint to visit Europolis 6, Informatik für Spiele und Verkehr, with an extension of Setzeli, also in Google's Book Search, and Europolis 4, where you have a chapter Paradigmenwechsel in the Mengenlehre. Of course, everything in German. Extension der Mengenlehre was already the title of my PhD thesis. But at that time, I didn't show a correct proof of relative consistency. So I finished that now, recently, and the paper is, you can consult, in the computer journal, and it will be published in the philosophical journal Conceptus, ArcSiv. It's mainly for, the computer journal ArcSiv is mainly for physicists, but it has also mathematical contributions. And there in ArcSiv you have the title, which is, you have the paper, where, which is also the title of my student's blog, ZFK equals ZF double prime plus complement. There you have this paper is the final result of the work in my thesis. Because my opinion is that Zermelo Franke, which is today the mainly well-known set theory, axiomatic set theory, by chance, because it survived, because the mathematicians know it and they saw things, therefore it's important. But the only chance, in my opinion, that it survives is that you modify it and you can add a complement.
and make it to a bullion lattice. And this is made here in this paper, which is the title of my student's blog. I will now continue in German, but before that I want to give you an important hint. Please look on in YouTube the parts of the series Dangerous Knowledge, produced by the BBC, about Georg Cantor, Kurt Gödel, Ludwig Boltzmann and Alan Turing. They all become insane and committed suicide. Mathematics alone is not so dangerous, but if you start with logic, or especially with Mengenlehre, then it becomes really dangerous. Sie sehen ja, ich sitze jetzt schon 3 Jahre im Rollstuhl und einen großen Teil Mitschuld daran hat die Mengenlehre, die ich nun seit meiner frühen Jugend betreibe. Daher rate ich Ihnen, lassen Sie die Finger davon. Denn Georg Cantor war zweifellos ein großes Genie, aber er war paranoid. Er war überzeugt, dass die Stimmen, die er hörte, Gott sei und der durch ihn zu den Menschen spreche. Doch sein Lehrer Leopold Kronecker meinte, die Mengenlehre ist eine Krankheit, die man überwinden muss. Und ich gebe ihm recht, dabei wäre alles so harmlos gewesen und es hätte gar keine Widersprüche gegeben, hätten die Mathematiker den Ansatz der vielen Philosophen mehr beachtet. Nämlich, dass die Prädikation, nach dem die Prädikatenlogik benannt ist, die wichtigste Aktion, mentale Aktion in der Mathematik ist. Nämlich Prädikation heißt, dass man irgendeinem Objekt eine Eigenschaft zufügt und dies auch entscheiden kann, ob diese Eigenschaft dem Objekt zutrifft oder nicht. Und diese Prädikation, die baut eine Klasse auf und keine Menge. Der grundlegende Fehler war, dass Cantor das als Menge definiert hat. Und damals hat es aber noch überhaupt keinen Begriff, der Begriff der Menge war damals noch gar nicht üblich. Weder Dedekind noch Bolzano haben das verwendet. Cantor selbst hat noch von Punktmannigfaltigkeiten gesprochen, in der Topologie und in der Analysis. Und erst viel später wurde der Begriff Menge eingeführt. Das heißt, es hätte kein Problem gewesen. Hätte Cantor seine Mengendefinition einfach als Klassendefinition genommen, so wie das Mirimanov vorgeschlagen hat, dann hätte es nie Widersprüche gegeben. Denn das ist nämlich, wie der Cantor gesagt hat, eine Menge ist die Zusammenfassung von wohl unterschiedenen Objekten unseres Denkens und unserer Anschauung zu einem Ganzen. Hätte er das nicht definiert als Menge, sondern als Klasse, hätte es keine Widersprüche gegeben. Denn wie wir wissen, zum Beispiel die Rassel-Klasse als Klasse mit dem Barbier, der genau die Bewohner des Dorfes rasiert, die sich nicht selbst rasieren, da gibt es den Widerspruch. Das hat nichts mit Unendlichkeit zu tun. Trotzdem haben bedeutende Mathematiker jahrzehntelang behauptet, die Widersprüche entstehen durch die Bildung von Mengen, die mit dem Universum umfanggleich sind. Erst Ronald Björn Jensen hat 1969 dann gezeigt, dass eine Mengenlehre, die auch eine Allmenge hat, das heißt unendliche Mengen, riesige, was aber Klassen sind normalerweise, dass die sehr wohl relativ konsistent zum Zermelo-Fraenkel sind. Und dadurch war dieser Ansatz der Erklärung der Antinomien hinfällig. Also in der Klassenlehre ist der zentrale Begriff die Prädikation. Und die Prädikation wird formal dargestellt durch das Church-Schema. Schema heißt, für alle Objekte Y
Y ist ein Element aus der Klasse. Ich mache das so, indem ich die Mengenklammer mache und dazu noch eine eckige Klammer. Klasse aller x, für die das Attribut oder das Prädikat a von x gilt. Und das nehme ich als Klassenzeichen, weil die geschwungenen Klammern alleine Mengenklammern sein sollen. Für alle y, verzeiht. Da muss ich das wiederholen, für alle y-Element von der Klasse aller x, für die ax gilt, das gilt ich genau dann, wenn a von y gilt. Das ist das Churching der Prädikation. Wenn das Attribut A auf das Objekt Y zutrifft, dann ist es natürlich genau dann, ist es ein Element aus dieser Klasse. Man sieht natürlich dann gleich, wenn man die Rasterklasse hat, definieren wir Ru ist gleich Klasse aller X, für die X kein Element X. Das ist das berühmte Beispiel mit diesem Barbier eines englischen Dorfes, der genau die Bewohner des Dorfes rasiert, die sich nicht selbst rasieren. Wenn man das so nimmt, das hat nichts mit endlich oder unendlich zu tun. Man sieht hier genau, wäre Ru eine Menge, also das ist eine Properklasse, die Rasterklasse. Wäre Ru eine Menge, also schreiben wir es mit klein Ru, dann wäre Ru-Element Ru aufgrund des Church-Schemas genau dann, wenn Ru kein Element von Ru ist. Denn so wäre es ja definiert. Verzeiht, okay. Da habe ich einen Fehler gemacht. Ru ist natürlich die Menge aller x, die sich nicht selbst als Element enthalten. Und das ist die berühmte Russell-Antinomie. Angeblich hat auch Cantor schon von dieser Antinomie gewusst und Cantor hat diese Klassen, diese antinomischen Klassen, ganz im hegelischen Sinn als das absolut Unendliche bezeichnet. Aber in meinen Augen ist das heute ziemlich uninteressant, weil das ist, der Hegelianismus hat heute keine große Bedeutung mehr, der deutsche Idealismus. Heute braucht man konkrete Philosophie. Und daher, Antinomien sind meiner Ansicht nach einfach ein Fehler in der logischen Struktur, ein Fehler in der Struktur der logischen Maschine, wie die logische Maschine, die Prädikatenlogik erster Stufe arbeitet. Das ist ein Fehler in dieser Maschine und daher entstehen die Widersprüche. Aber die fallen sofort weg in dem Moment, wo Klassen sind Entitäten, die keine Mengen sein müssen, sondern Klassen sind virtuelle Objekte, die mit Hilfe des Church-Schemas definiert werden. Und nur die Klassen, die Elemente sein können, die sind Mengen. Aber jetzt ist die Frage, welche Klassen können Elemente sein? Und das wurde eben durch die Zermelo-Fränkelsche Mengenlehre festgelegt. Wie gesagt, das bekannteste axiomatische Mengenlehre-System ist ZFC, das heißt Zermelo-Fränkel mit Axiom of Choice, Auswahlaxiom. Also in der Zermelo-Fränkelschen Mengenlehre werden die Mengen explizit angegeben. Die Klassen werden zuerst einmal in der Neumann-Bernays-Gödel'schen Klassentheorie mit dem Church-Schema definiert, aber welche Klassen Mengen sein können, das bestimmen die Mengenexistenzaxiome der Zermelo-Fränkelschen Mengenlehre und auch die von Neumann-Bernays-Gödel'sche Klassentheorie braucht
diese Mengenexistenzaxiome, weil die, sonst weiß man nicht, was jetzt die Mengen dann sind. Und zwar haben wir da folgende Mengenexistenzaxiome. Als erstes haben wir einmal die Nullklasse. Das ist die Klasse aller x Fallsum von x. Das heißt, dass die Prädikatenbedingung ist die immer falsche, wie zum Beispiel x ungleich x. Ich schreibe vielleicht noch dazu. Das ist, die leere Menge wird so bezeichnet. Das ist die Klasse, wie gesagt, in dem Fall wäre es sogar Menge, aber x, x ungleich x, weil das ist immer falsch. Und daher ist es leer, diese Klasse. Und diese leere Klasse ist eine Menge, die Nullmenge. Als zweites haben wir dann die Paarklasse natürlich. Für je zwei Mengen, A und B, gibt es eine Menge x, sodass für alle y, sie enthält alle y, entweder y gleich A oder y gleich B. Als drittes haben wir der Large Union oder die Verschmelzung. Für alle A gibt es ein x, sodass für alle y-Element x genau dann, wenn es gibt ein z, y-Element z und z-Element a. Als nächstes haben wir dann das Aussonderungsaxiom oder das Axiom of Separation auf Englisch. Und das heißt, für alle a, es gibt ein x, für alle y-Element x genau dann, wenn y-Element a und b von y. Fünftens haben wir die Potenzklasse. Für alle a gibt es ein x, sodass für alle y-Element x genau dann, wenn y ist eine unechte Teilmenge von a. Sechstens haben wir das Funktionsbild, die Funktionsbildklasse oder der Axiom of Replacement. Das ist, es gibt ein x für alle y-Element x genau dann, wenn, so fangen alle diese Axiome an. Das ist Ihnen sicher bereits aufgefallen, wenn es gibt ein Z aus A, A ist der Vorbereich und F von Z gleich Y. Das heißt, mit Y, die Y bilden den sogenannten den Nachbereich der Funktion. Also nicht, es geht nicht um die Existenz eines Funktionswertes, sondern es geht um die Funktion, um die Existenz des Bildes. Und jetzt kommen wir zu 7, zur Existenz von Omega. Das ist die Klasse der natürlichen Zahlen. Und zwar, es gibt ja nicht für alle y-Element x genau dann, wenn, für alle z, wenn 0-Element z und mit jedem u auch die Einermenge der Singleton von u-Element z ist, dann soll y-Element z. Das heißt, wenn, also mit diesem Ausdruck hier, 0-Element z und mit jedem u auch Singleton-Element z, mit diesem Ausdruck wird einfach, das ist jede Menge, die die natürlichen Zahlen enthält, hat diese Eigenschaft. Und das heißt also, x ist die Menge, der Durchschnitt aller unendlichen Mengen, die die natürlichen Zahlen enthalten. Das ist einfach so, prädikatenlogisch so ausgedrückt. Achtens haben wir das Auswahlaxiom. Vom Auswahlaxiom gibt es viele, viele Formulierungen. Das stärkste Form des Auswahlaxioms ist, es gibt ein x-Element a, dann soll das gewählte a ein Element a sein. Das Epsilon ist das Hilbertsche Epsilon-Symbol, nämlich das hat David Hilbert eingeführt in die Prädikatenlogik, nämlich wenn es genau ein solches ein gewähltes Element gibt, was
genau eines, was die Eigenschaft hat, dann ist es ein Funktionswert, dann ist es leicht. Aber wenn es viele gibt, die was die Eigenschaft A haben oder Element von A sind, dann muss man eben eines auswählen und das ist das Epsilon A, das heißt, das gewählte A, ein Element von A oder was die Eigenschaft groß A hat. Das ist eine Form des Auswahlaxioms. Bertrand Russell hat es mit Hilfe des kartesischen Produkts formuliert, das heißt, das kartesische Produkt hat keinen Nullteiler. Wenn das kartesische Produkt von Mengen gleich Null ist, dann muss mindestens eine Komponente davon Null sein. Aber normalerweise wird das Auswahlaxiom so definiert, was ich aber jetzt nicht aufgeschrieben habe, weil es sehr kompliziert ist. Nämlich, das heißt, jede Menge paarweise disjunkter nichtleerer Mengen hat mindestens eine Auswahlmenge. Und mit Auswahlmenge heißt genau ein Element aus einer Menge. Und man sagt vielleicht, das ist ja trivial, aber der Bertrand Russell hat das richtig auf den Punkt gebracht. Es ist trivial, aber man muss unterscheiden, wenn ich irgendwelche Mengen habe, dass ich da genau eines auswähle, aus jeder Menge eines, ist leicht. Aber wenn ich zum Beispiel bei Sockenpaaren hernehme, da weiß ich nicht, ob es der linke Socken oder der rechte Socken ist. Und daher ist das nicht ganz trivial in der Mathematik. Und es gibt auch Teile der Mathematik, die dem Auswahlaxiom widersprechen. Zum Beispiel in der Ökonomie. Da gibt es mit dem Auswahlaxiom, kann man zum Beispiel zeigen, dass das Sattelpunkt-Theorem in der Spieltheorie von Johann von Neumann, nämlich, dass jedes endliche Spiel hat eine optimale Strategie, dass das für unendliche Spiele nicht gibt, weil da kann man mit Auswahlaxiom das Gegenteil beweisen. Und daher gilt für die Spieltheorie und für die Ökonomie das Axiom of Dependent Choices. Also das Auswahlaxiom ist sehr umstritten gewesen. Und als letztes das Extensionalitätsaxiom, was wieder trivial ist. A ist gleich B, genau dann, wenn für alle Y-Element A, genau dann, wenn Y-Element B. Das heißt, wenn A und B die gleichen Elemente beinhalten. Das ist die extensionale Gleichheit. Daneben gibt es nämlich auch noch die intentionale Gleichheit. Und die intentionale Gleichheit, die wird aber bereits in die Prädikatenlogik verschoben. Wenn zwei Objekte gleich sind, dann soll Folgendes gelten. Wenn A ist gleich B, Moment, ich schreibe es vielleicht auf. Nämlich wenn A gleich B, dann folgt daraus in der Gleichheitslogik, das ist die sogenannte Prädikatenlogik mit Identität und Funktoren, die sogenannte Diff-Logik. Wenn A gleich B ist, soll Folgendes gelten. Wenn irgendein Prädikat P von A gilt, dann muss genau dann auch das Prädikat von B gelten. Das ist aber in dem Fall bereits Teil der Logik und nicht der Mengenlehre. In der Mengenlehre wird die Gleichheit durch das Extensionalitätsaxiom festgelegt. Und diese Zermelo-Axiome sind aber, wie Sie sehen, einigermaßen willkürlich. Und daher ist die Frage, warum gerade Zermelo? Es war damals, wollte nämlich David Hilbert mit finiten Methoden die relative Widerspruchsfreiheit der Mengenlehre zeigen. Aber laut Gödel, der hat ja gezeigt, dass kein System, das die Arithmetik beinhaltet, formal seine Widerspruchsfreiheit bewiesen werden kann. Also diese Sachen lesen Sie eben am besten in meinen Büchern nach. Wie gesagt, auf Englisch, gemeinsam mit John Casty, Gödel, A Life of Logic, oder auf Deutsch, in Europolis 5, Kurt Gödel und die mathematische Logik.
beziehungsweise in Europolis 6, Informatik für Spiele und Verkehr, mit einer Anhang-Extension der Mengenlehre, da haben Sie die Sachen drinnen. Die Europolis-Bücher sind auch, wie gesagt, auf Google Book Search erhältlich. Also Zermelo Frenkel ist eigentlich eine ziemlich willkürliche Aufzählung von Mengenexistenzaxiomen, die man damals eben nur gemacht hat, weil der Hilbert ja mit dem finiten Methodfinitismus, mit seinen Methoden, die Widerspruchsfreiheit der Mengenlehre zeigen wollte, als Grundlagentheorie für die Zahlentheorien, für die Analysis. Aber nach Kurt Gödel, der gezeigt hat, dass man die Widerspruchsfreiheit eines Systems nie zeigen kann mit den Mitteln eines Systems selbst, was Sie eben alles nachlesen können in meinem Buch Gödler Life of Logic oder im goldenen Buch Kurt Gödel und die mathematische Logik auf Deutsch. Nachdem das so war, braucht man eigentlich Zermelo Frenkel nicht. Die Mathematiker haben einen ziemlich intuitiv klaren Begriff von dem, was eine Menge sein soll, und die Philosophen. Aber die Mathematiker haben sich halt damals auf die Definition von Cantor verlassen, weil sie von Philosophie wenig Ahnung hatten. Und wie gesagt, es entstehen überhaupt gar keine Widersprüche, wenn man die Prädikation einfach sagt, dass damit eben nur Klassen erzeugt werden, die Properklassen sein können, wie die Rasterklasse, dann entstehen keine Widersprüche. Aber das hat man damals eben falsch verstanden. Und nachdem Cantor das als Mengen definiert hat, was eigentliche Objekte sind, die auch Elemente sein können, sind eben dann dadurch Widersprüche entstanden. Hätte man das gleich im Sinne der Philosophie als Klassentheorie interpretiert, wie das dann später in der Mathematik gemacht wurde durch Johann von Neumann, Bernays und Kurt Gödel, die NBG, nämlich Neumann, Bernays, Gödel, Klassentheorie, dann hätte man sich das erspart. Aber so ist man halt erst in diesen Irrweg hineingeschlittert, in diese Widersprüche, die ja in Wirklichkeit überhaupt nicht auftreten, in dem Moment, wo man die Prädikation als klassenbildend und nicht als mengenbildend versteht. Und es gibt aber, wie gesagt, eben andere Systeme auch, zum Beispiel das System New Foundation von Willard Orman von Quine, der einer der berühmtesten Philosophen der USA war nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das wurde verallgemeinert von Randall Holmes zu NFUM. Ja, und das ist jetzt in letzter Zeit sehr wichtig geworden, wichtiger als ZF vielleicht, weil man damit gewisse Sätze aus der Ramsey-Theorie beweisen kann, die man mit ZF nicht beweisen kann. Und so interessiert man sich zum Beispiel jetzt wieder auch für andere Mengenlehren. Und zum Beispiel dieses New Foundation, da gibt es auch eine Allmenge. Also von mit dem Universum umfanggleichen Mengen kein Problem für die Klassenlehre und sogar für die Mengenlehre, wenn man halt andere Systeme nimmt. Und dieses NFUM, das hat der Randall Holm, das kann man auf seiner Homepage herunterladen, weil das Buch out of print ist. Am besten ist, Sie schauen auf Facebook nach, da ist er eben. Und schreiben da eine Message, vielleicht kann ich Ihnen was schicken. Und jetzt will ich noch abschließend noch kurz sagen, was meine Interpretation, mein System ist. Mein System ist der Naked Star, Nacktstern. Das heißt, naive Axiomatic Class Theory. Und Stern heißt so, wie es in der Spieltheorie üblich ist, das ist das Optimale. Die optimale Strategie ist Sigma Stern und daher nackt Stern, der Naked Star. Und ich verwende einfach
das Prinzip von Parmenides von Elea, des alten griechischen Philosophen, das auch in der Scholastik gültig war und das auch Leibniz angewandt hat, nämlich das ist ein platonistisches Prinzip, welches besagt, wenn etwas widerspruchsfrei ist, dann existiert es bereits. Und ich sage, die Klassen, die widerspruchsfrei sind, die sind automatisch damit Mengen. Allerdings bleibt da die große Frage, ob die auch miteinander überhaupt koexistieren können. Und das ist sozusagen meine große philosophische These of my problem-free philosophy of the foundation of set theory. Ich sage, wir brauchen eine Klassentheorie von Neumann, Bernhard, Gödel, und wenn sich damit keine Widersprüche erzeugen lassen, dann haben wir automatisch, dann sind diese Klassen automatisch Mengen. Und die Proper-Klassen, die sehen wir eh gleich automatisch, wie die Rasselklasse. Die sehen wir automatisch, dass die keine Mengen sein können. Weil die Annahme, dass eine solche Klasse eine Menge sei, automatisch wie bei Russell zu einem Widerspruch führt. Das ist der Naked Star, aber da will ich nicht weiter ins Detail gehen, weil das ist technisch sofort sehr aufwendig und schwierig. Aber nachzulesen ist das bitte, wie gesagt, in meinem roten Buch Europolis 4, Paradigmenwechsel in der Mengenlehre. Da ist das drin, und der Naked Star. Auf Deutsch, wer sich dafür interessiert. Ich kann es nicht auf Englisch publizieren, weil der Verlag von mir 6.000 Euro Druckkostenzuschuss verlangt und ich bin pleite, ich kann mir das nicht leisten. So, falls jemand mich unterstützen will, ich soll mir bitte eine E-Mail schreiben oder auf Facebook. Da bin ich sehr dankbar für jede finanzielle Unterstützung, dass ich die restlichen Bücher publizieren kann. Weil publizieren heißt heute, die Verlage verdienen sich deppert und als Autor muss man alles zahlen und hat nur Ärger. Und ich kann daher die Bücher nicht publizieren mehr. Ich danke vielmals. Und noch meine letzte Warnung: Beschäftigen Sie sich bitte nicht mit Mengenlehre. Die Mathematiker sind von Natur aus verrückt, aber die Mathematik ist noch eine normale Sache, verglichen mit der mathematischen Logik oder mit der Mengenlehre. Das führt nur zur geistigen Verrücktheit, wie beim Cantor und Gödel. Dankeschön. Und schauen Sie bitte auf Facebook nach, auf meinen Studentenblog. Da werde ich heute öfters was schreiben und da können Sie mir Ihre Meinung schreiben und ich werde antworten. Danke sehr.